Ein herzlich willkommen zur Vesper im Gedenken an den früheren Kreuzkantor Rudolf Mauersberger. Er 1948 in ein Haus am Dresdner Elbhang gezogen, hat die ab 1990 aus einer Kriegsruine wiedererstandene Loschwitzer Kirche so nie gesehen. Von hier grüßen wir nach Mauersberg und nach Aachen, nach Leipzig und nach Eisenach. Von hier grüßen wir ehemalige Kruzianer und Freundinnen seiner Chor- und Instrumentalmusik. Grüßen wir euch und Sie alle an diesem Abend. Mag es eine gesegnete Stunde der Erinnerung werden. Mag sie uns mit Zuversicht und mit Trost in dieser herausfordernden Zeit beschenken. Thank you.
Thank you.
22. Februar 1971. Spätabends ein Anruf von Oberkirchenrat Rudolf Decker bei uns zu Hause. Mit Mauersberger geht's zu Ende. Gemeinsam mit meinem Vater fahre ich ans Sterbebett. Es ist der erste Mensch, den ich sterbend erlebe. Mauersbergers Hände versuchen noch einmal zu dirigieren. Dies die letzte Lebensäußerung, die ich mitbekommen habe. Zweites Schlaglicht. 1966 besucht uns im Kreuzchor Hans-Werner Henze gemeinsam mit meinem Freund Wolfgang Unger. Studieren wir seine Musen Siziliens ein, um eine Schallplattenaufnahme zu machen und eine Aufführung in der Staatsoper. Gemeinsam mit Werner Starke, Mauersbergers Freund und unserem Lehrer, lernen wir die Musen Siziliens. Henze nach der Aufführung: Seid froh, dass ihr einen wie Mauersberger habt. Das gibt es ganz selten. Der strenge, klangeffiziente, aber auch oft ungerechte Lehrer, impulsiv, kindhaft spielerisch, grotesk despotisch, ein Jahrhundertcharakter, mit höchstem künstlerischem Anspruch und gleichzeitig rabiater Unbeugsamkeit gegen solche, die, aus welchen Gründen auch immer, in Ungnade fielen. Für viele von uns war er so prägend, dass wir in ganz unterschiedlichen Berufungen und Berufungen Maßstäbe empfunden haben, die gesetzt wurden. Detailversessen manchmal und doch immer den Gesamtklang im Blick. Für einige war diese Zeit auch zerstörerisch, ich weiß. Sie konnten dem bitteren Druck, der in dieser Leistungskultur auch herrschte, nicht standhalten. Mauersberger, auch er, wie alle von der Mit- und Nachwelt als groß und bedeutend gezeichneten Menschen, eher unscheinbar oft in seinem Auftreten und auf jeden Fall ein Mensch im Widerspruch. Gütig und zornig, genial und kleinlich. Von diesem unverrückbaren Klangideal besessen und doch unbeherrscht. Der die Heinrich-Schütz-Pflege in Dresden ins Leben rief und verankerte und gleichzeitig Komponisten der Moderne förderte, wenn es ihm nicht zu wild und atonal wurde. Bei ergreifenden musikalischen Passagen, vor allem wenn es um Leiden und Tod ging, konnte er weinen mitten im Konzert. Um nur kurz darauf bei einem verfehlten Einsatz des Chores oder einer Intonationsschwäche loszuzischen oder gar zu brüllen, mitten im Konzert. Mauersberger, politisch in NS-Zeiten, zu einigen Kompromissen mit der Braunen Partei bereit und doch mit einem großen Mut, unbeirrt jüdische Komponisten aufzuführen. Der auch einen Text des unerträglichen Will Vesper, Nationalsozialist, mehr als nur Mitläufer, wie etwa Furtwängler, Böhm oder Karajan, der Unsägliches über jüdische Schriftsteller und Verlage von sich gegeben hat, wie übrigens auch Gottfried Benn und Knappertsbusch. Vesper, der Kollegen, die ins Exil gingen, übel beschimpft und drangsaliert hat, von dem Thomas Mann sagte, er sei einer der ärgsten nationalsozialistischen Narren gewesen. Und er doch ein so zartsinniges und unaufdringlich frommes Gedicht schreiben konnte, das kleine Rad läuft ohne Ruh, so dass es Mauersberger in tiefem Glauben an die Ewigkeit nicht nur vertont, sondern die Schlusszeilen in die Gruft für die Eltern eingeschrieben hat. Rudolf Mauersberger, der den Chor mit unerschütterlichem Gottvertrauen und einer doch tief erschütterten Seele, man denke an seine wüste Stadt,
aus den Trümmern von 1945 wieder zum Leben erweckte und der erste Kreuzkanter wurde, den den Chor wirklich zu Weltruhm führte. Der, und das möchte ich erwähnen, mit den sowjetischen Kulturoffizieren Ausländer und Kotschetow, wie er uns sehr häufig erzählte, gegen die Kulturbanausen der SED Materialien und Privilegien für den Chor heranschaffte. Der zwar der Ost-CDU beitrat, wie so manche, die an ihrer Karriere bastelten, wohingegen er, Mauersberger, einzig und allein um den Aufbau und das Wohl des Chores stritt. Der von seinem Nationalpreis zum Ärger des Politbüros eine Kirche bauen ließ, eben die Kreuzkapelle in Mauersberg. Der den SED-Funktionären im Direktorenamt der Kreuzschule, die Direktorin Schink und der Direktor Richter, der denen unbeirrt die Stirn bot, gezügelt manchmal nur von der umsichtigen Erna Hedwig Hofmann, der Liesel, die ihm nicht nur zuarbeitete, sondern ihn nicht selten vor seinem eigenen Temperament beschützte. Mauersberger konnte liebevoll und geradezu kumpelig sein, wenn er mit uns das Erzgebirgsdorf hier oben in Oberloschwitz renovierte oder wenn wir zu einem Umtrunk eingeladen waren. Aber er konnte auch zürnen und fauchen und beleidigen. Und man wusste oft nicht genau, was im nächsten Moment kommen würde. Die Stimmung konnte kippen. Auch ungeduldig und manchmal in langem Plauderton genüsslich vom Erzgebirge, von Aachen und seiner Zeit in Lück, Ostpreußen erzählend. Zeit eben. Eine Episode ist mir besonders in Erinnerung und sie ist vielleicht die Lösung des Rätsels nicht nur Rudolf Mauersberger, sondern der menschlichen Existenz. Nach einer Probe zum Weihnachtsoratorium kam er vom Pult, ich stand neben dem Continuo, an dem Hans Otto saß, wendete sich zu Hans Otto und sagte, ich darf es sächsisch wiederholen, heute hab ich's mal mit Güte probiert, es ging auch. Heute hab ich's mal mit Güte probiert, es ging auch. Die Güte hatte die Strenge besiegt und er sagte das mit einem Schmunzeln. Die Zeit, das kleine Rad, läuft ohne Ruhe. Diese Zeiterfahrung vertont Mauersberger einzigartig schlicht, schön und eindringlich. Die Zeit. Jetzt im gegenwärtigen Augenblick ist der Klang da, der sofort vergangen sein wird und der einem neuen Klang sich öffnet, der jetzt noch zukünftig ist. Musik ist die reine Gegenwart. Diese Intuition strahlte Mauersberger aus. Und er unterschied, wenn er mit uns freundlich sprach, aber manchmal auch unfreundlich, zwischen denen, die musikantisch sind und denen, die musikalisch sind. Musikantisch, die mit einer intuitiven Sicherheit diese Gegenwärtigkeit des musikalischen Erlebnisses erspüren. Und denjenigen, die das Angelegte musikalisch durch ein auszubildendes Vermögen dann umsetzen. Das Musikantische schätzte er höher. Das kleine Rad läuft ohne Ruhe. Mauersbergers tiefe Frömmigkeit, dörflich, schlicht, man denke an die Choräle der Sommermusik, aber gleichzeitig leidgeprüft, man denke an das Dresdner Requiem und weltoffen, man denke an den Gloria-Ruf des Engels oder die Engelsverkündigung und das Ehre sei Gott aus Christvesper und Christmette. Hier in diesem kleinen Stück, das kleine Rad läuft ohne Ruhe, zieht die Ewigkeit herauf wie ein Sonnenaufgang, aber in Regenbogenfarben eines weiten Klangspektrums. Es ist ein Aufsteigen, nicht ein Herabkommen. Eine Evolution in immer komplexeren Klangformen.
ein musikalischer Schöpfungsmorgen. Steht still die Zeit. Es glänzt herauf die Ewigkeit, wo wir zu Hause sind. Und diesen Spruch hat er an die Innenwand der Krypta für seine Eltern und dann auch für sich selbst schreiben lassen. Die Zeit steht still in majestätischer Größe. Und hier komponiert Mauersberger eine Coincidentia Oppositorum, einen Zusammenfall der Gegensätze, wie es die christliche Tradition genannt hat, der Gegensätze von Zeit und Ewigkeit. Wie man sie knapper und dichter formuliert, als in dieser kleinen Musik kaum findet. Ich scheue mich nicht zu sagen, dass hier ein Vergleich mit der grandiosen Einzigartigkeit des Zusammenfalls von Zeit und Ewigkeit in Bachs H-Mollmesse möglich ist. Ja, ich möchte diese wenigen Sekunden mauersbergischer Musik neben die grandiose Überleitung der Schlussfuge am Ende des Credo in Bachs H-Mollmesse im Confiteor nämlich setzen und ein wenig vergleichen. Die H-Mollmesse war das erste Werk, das ich beim Eintritt in den Chor im Herbst 1960 lernen und studieren durfte oder musste, je nachdem. Und wir begannen mit dem Confiteor. Viele von uns werden sich erinnern, wie unnachgiebig gerade an dieser Stelle geprobt und gefeilt wurde. Im Pianissimo des A Cappella-Chores, der nur vom Continuo-Satz begleitet wird, erhebt sich unendlich langsam die abenteuerliche Harmonik irrlichternder Hoffnung auf die Ewigkeit, die dann im Jubelchor des Et expecto resurrectiam mortuorum gipfelt. In einer dahinrollenden Fuge des Amen, wo sich die ganze Herrlichkeit der Erwartung auf die göttliche Vollendung ausspricht. Bach komponiert hier die bewegte Ewigkeit. Bei Mauersberger hingegen ist dieser Sonnenaufgang des Ewigen auch eine heraufglänzende Ewigkeit, aber keine große Majestät. Es ist eine stille Nähe, die eher dem Idyll eines Sonnenaufgangs im erzgebirgischen Dorf ähnlich ist. Sie umfängt ganz innig das kleine Schicksal eines jeden einzelnen Menschen. Diese Haltung finden wir auch bei Mauersbergers Vertonung des Dresdner Totentanzes. Das Ende: Halt fest an deinem grünen Kranz, o Mensch, so hat es der Dichter Findeisen und dann der Komponist Mauersberger vertont. Halt fest an deinem grünen Kranz, o Mensch. Das Sinngrün der Hoffnung, das Neuerblühen, man denke an die gotischen Kruzifixe, zum Beispiel im Doberaner Münster um 1260, die gleiche Zeit wie die Totentänze, wo das Kruzifix von grünen Ranken umgeben ist. Zeichen des neuen Lebens, Symbol der Auferstehung. Es glänzt herauf die Ewigkeit, wo wir zu Hause sind. Das kleine Rad läuft ohne Ruhe und fliegt in die Federfedern und wird diese Federfedern aus Licht und jedes Menschen kennt und ich und jedes Menschen kennt das kleine Rad läuft ohne Ruhe.
Miteinander und füreinander können wir beten. Ja, Herr allen Lebens, lehre uns doch auch diese Zeit unseres Lebens und die bohrende Unruhe in ihr anzunehmen. Staunend über die Schönheit deiner Schöpfung, auf Trost angewiesen angesichts ihrer abgründigen Vergänglichkeit, gedenken wir vor dir, Rudolf Mauersbergers, dieses eindrücklichen Zeugen gelebter Musica Sacra. Erwecke du eine neue Sehnsucht nach den Schätzen der Musik und des Glaubens. Lass gesunden, was jetzt wüst und brach liegt. Bewahre auch den Kreuzchor in aller ihm derzeit auferlegten Sang- und Klanglosigkeit, damit wir bald wieder eine Zeit erleben, in der wir es gefährlich fänden, nicht zu singen, und in der die zu Ehren kommen, die uns die Freude daran lehren, damit aus der Totenklage wieder Freudengesang werde, aus gähnender Stille auf Bühnen und aus Orchestergräben bald wieder vielstimmiges Tönen und eindrückliches Inszenieren. Lass es uns erleben, nach einem innerlichen Singen, dass wir bald wieder gemeinsam singen. Lass uns bei dir Hoffnung schöpfen, können wir doch nicht tiefer fallen, als allein in deine Hände. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Erheben wir uns und gehen wir mit Gottes Segen in diesen Abend. Es segne uns Gott, der uns das Leben gab. Es segne uns Jesus Christus, der sein Leben für uns gab. Es segne uns der Heilige Geist und lass unsere Herzen froh werden. Geht hin in seinem Frieden. Amen.